Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Avorion Trade. Ich bin am Gucken, was man hier am besten machen kann. Wie man hier das am besten kriegen kann. Ich kaufe jetzt für minus 9% alle Elektromagneten auf. Habe ich mir so gedacht. Und dann versuche ich mal zu handeln. Ich habe meine Tabelle wieder aufgemacht. Es gibt ja so eine Avorion-Tabelle. Welche Station, welche was kauft. Und allen drum und dran. Die habe ich mir nämlich gerade offen. Gucke nämlich gerade, wo das dann verkauft wird. Also Elektromagneten werden verkauft in Anti. Graffabrik, elektromagnetische Ladungsfabrik, Gauslaufschienenfabrik und Kraftgeneratorenfabrik. Werde ich wohl irgendwie sowas finden, also vier Fabriken zu finden, die hoffentlich über. Sind verdammt empfindlich, wenn man die trifft. Güter handeln, zwar alles kaufen, bitte. Kann nur Max das kaufen, okay? Dann geht das nicht anders. Aber ich habe hier schon Anti-Graf-Fabrik schon gefunden. Läuft in 20 Sekunden ab. Das schnell, schnell, schnell. Stopp. Als Drohne beitreten. Wechseln. Läuft in 10 Sekunden ab. Das wäre natürlich ein Super-Go gewesen. Muss man nämlich immer aufpassen. Weiß ja nicht, wie sieht's hier aus? Leer gefarmt. Ein paar Fracks sind hier noch. Wo ist das Schiff? Abwrackträger, ach, da hinten. Ja, bitte mal Schrottplatz. Lizenz, wir kaufen nur eine. Abwracken. Ressourcendepot. Raffinieren. Wieder zurück. Und abwracken. Und immer weiter. So, dann kann ich hier wieder weg. Ich war ja hier. Betreten. Ich habe ja halt kein Frachtschiff, deswegen passt da nicht allzu viel rein. Aber wenn man halt genug verkauft, ne, passt das schon. Station verkaufen. Okay. Das ist dann schon mal nicht Antigraf. Sicher, dass das mit der Tabelle so richtig ist? Kauft, verkauft bei.
Es passt schon alles, ja. Das heißt, dann gucken wir mal. Gausskanone. Nein. Und die Graffabrik braucht das doch. Bin doch hier, oder? Güter handeln, eine Station verkaufen. Hä? Nein? Kein Elektrobeschleuniger? Ach du Schande. Muss ich das ja loswerden irgendwie? Kraftgeneratorfabrik sollte ich mal gucken. Wenn hier nichts verkauft wird. Ah, ein Stützenver. Nein. Haben wir ja ein Minusgeschäft. Das gibt's nicht. Minusgeschäfte, das ist nicht so mein Fall. Kraft. Nee. Dann fliegen wir mal so ein bisschen so lange rum, bis wir dann ein bisschen Gewinn draus machen. Müssen wir ja. Kauf da einen Riesenschwung und dann werde ich es nicht los, oder was? Bin ja selber schuld, ne? Station verkaufen. Gold verkauft, Energiezellen wieder verkauft. Also Geld kommt ja rein, so ist es ja nicht. Ja, das ist nicht schlecht. Kam wieder was rein an Ressourcen, ne? Das ist nicht schlecht. Station verkaufen. Ich möchte doch nur was verkaufen. Das nicht jeder unbedingt hat. Diese Abwrackjäger werden da gebaut, wie blöd. Das ist schon mal gut.
So, Koordinaten. Da muss ich halt ein bisschen warten wieder. Das läuft ja wieder semi-optimal. Wie am Anfang. Hätte ich mal vorher mal gespäht, ob das überhaupt möglich ist in Ruhe. War wieder ein zu gutes Angebot wahrscheinlich und das wird nicht überall gekauft. Ein Schrottplatz. Okay. Markierung entfernen. Müssen wir gleich mal weiterspringen hier. Nichts oder was? Wow, ein Halsposten, wa? Prozessoren! So, ein Handelsposten. Das Hauptquartier, ja. Ich glaube nicht, dass da jemand das kauft. Wurde bezahlt. Das ist doch schön. Lohnenswerter Handel war bisher noch nicht. Deiner Forschungs... der Forschungs... KI deinen Gegenstand und warte ab. Bitte was? Ist eine neue... Funktion? Gibt es da jetzt eine neue Funktion? Nee. Ein Wurmlochgerät? Wo ist das denn her, das Wurmlochgerät? Das ist interessant zu wissen. Ist die Schnelltaste zum Übertragen? Ah, rechte Maustaste.
Yay. Einfach mal irgendwas zusammenfuschen und gucken, was dabei rauskommt. Okay. Einfach mal gucken, was hier mal so bei rauskommt. Yay. Manchmal kommt da ja was Sinniges raus. Jetzt Level 3. Immer mal wieder zusammenforschen, weil die Slotzahl ist ja begrenzt, die man hat. Und aktuell habe ich ja wieder so viel. Dreifach Plasma. Doppel Tesla. So, wenn man immer 5 hat, dann geht das nämlich safe durch. Ein Detektor. Ein Detektor ist immer gut. Ja, haben wir hier sonst noch gerade was, was wir noch ein bisschen zusammentun könnten?
Ja, ist nicht schlecht. Immer nur so ein bisschen zusammen machen. Ah, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ja. Das ist nicht schlecht. Kein Defend Laser rein. Dann kriegt man da raus einen Geschützturm, jo. Gib mir auch. Hey, haben wir zwei Route. Rot. Waffende Geschütztürme. Probieren Detektor Upgrade. Yes. Einen roten Detektor, das war mehr als super. Einzigartig, kann nur einmal installiert werden. Forschen. Bewaffnet, unbewaffnet, da wird ja immer was. Flak, flak. Wow. Sonst ist hier weiter nichts Interessantes bei. Aber liebe Freunde, das war's dann auch mal dieser Folge. Wir gucken jetzt noch weiter, dass wir unseren anderen Scheiß langsam loswerden. Wir müssen ja auch gucken, dass wir unser Geld hier einigermaßen zurückkriegen. Und dann fliegen wir mal dorthin und gucken mal, was da ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, euer Schrank.